Geht schon wieder los. The Biggest Loser oder wie es seit letztem Jahr heißt, Leben leicht gemacht. Ich muss unbedingt darüber mal ein Video machen, weil auf meinem Kanal dreht sich ja alles um Abnehmen und um Ernährung und ich finde, das passt da einfach rein und ihr hört einfach mal, was meine Meinung zu dieser Sendung ist. Ich würde sagen, ich fange erstmal an, was ist Leben leicht gemacht, ehemalig The Biggest Loser, falls das noch jemand nicht kennt. Das ist eine Abnehmshow, in der sich übergewichtige Menschen battlen. Und zwar, wer prozentual am meisten in einer Woche abnehmen kann. Also die Show geht über 10 Wochen, wo sie auf Naxos sind. Und zwischen den 10 Wochen, also wenn die vorbei sind und im Finale, es sind noch ein paar Wochen dazwischen, wo die Kandidaten dann zu Hause sind. Und da kann man dann auch sehen, wer so zu Hause am besten klarkommt. Wie vorhin schon erwähnt, die Kandidaten leben in dieser Zeit in einem Camp auf Naxos und da sind die natürlich dann auch komplett abgeschirmt von den Menschen zu Hause, wie auch von den Menschen auf der Insel. Also ich glaube, die gehen mal einkaufen oder so, aber mehr sehen die auf jeden Fall von der Insel nicht. Es gibt dann auf jeden Fall verschiedene Wettkämpfe, die da so stattfinden, um natürlich die Zuschauer zu unterhalten. Das ist ja das Wichtigste, weil wir wollen ja sehen, wie sich übergewichtige Menschen sich schlagen, wenn sie zum ersten Mal Sport machen. Jede Woche scheidet dann die Person aus, die so prozentual am wenigsten abgenommen hat, beziehungsweise werden immer die zwei schlechtesten Personen nominiert und da muss dann das Team halt auswählen, wer nach Hause fahren soll und wer nochmal die Chance bekommt. Ich glaube, das ist nicht jede Woche so, aber so im Großen und Ganzen. Auf jeden Fall ist es eine Show, in der sich die Menschen, die übergewichtigen Menschen, halbnackt ausziehen müssen, auf eine Waage stehen und sie werden richtig, richtig nah gefilmt und das wird im Fernsehen ausgestrahlt. Es ist eine Show, die das Leben der übergewichtigen Menschen zu 100% verändern wird. Und für manche ist es vielleicht einfach die letzte Chance, um gesund zu werden. Seit letztem Jahr heißt es ja Leben leicht gemacht. Den Namen finde ich auf jeden Fall besser, um der am schlechtesten abgenommen hat, nicht unbedingt so als The Biggest Loser darzustellen, also als Verlierer. Aber ob das Leben leichter wird nach der Show, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube eher, dass es bedeutet, dass man leichter, was das Gewicht angeht, aus der Show geht. Aber ich finde, es hört sich auf jeden Fall nicht mehr so abwertend an für denjenigen, der ja als Verlierer dasteht. Ich möchte jetzt unbedingt auf die Vorwürfe eingehen, die die Show so mit sich bringt. Der erste Vorwurf lautet, das Zurschaustellen von Menschen. Zweiter Vorwurf, keine Nachhaltigkeit, und zwar werden falsche Werte den Zuschauer übermittelt. Ja, schnell an Gewicht zu verlieren ist meiner Meinung nach nicht nachhaltig. Und ich sage mal, so 10 bis 17 Kilo in einer Woche abzunehmen, ist sehr, sehr unrealistisch und suggeriert dem Zuschauer einfach ein falsches Bild vom Abnehmen und die werden irgendwie so, finde ich, in die Irre geführt. Weil jemand, der nicht in der Show ist, schafft das definitiv nicht. Ja, Punkt Nummer 3. Bei vielen übergewichtigen Menschen liegt das Problem einfach im Kopf und die Aufgaben oder beziehungsweise die Betreuung soll dort nicht langfristig genug sein. Und ich finde auch schwierig, solche psychische Erkrankungen oder Traumas von früher, was die Kandidaten praktisch dazu bringt, so viel zu essen, das im Fernsehen öffentlich zu machen, finde ich wirklich sehr schwierig. Wenn es die Kandidaten wollen, dann ist das natürlich okay. Vielleicht ist das auch vertraglich festgehalten, das weiß ich nicht. Aber ich finde es ein bisschen schwierig. Wobei manche psychische Erkrankungen oder manche Probleme viel mehr Beachtung verdient haben. Ja, Vorwurf Nummer 4. Und zwar 2/3 der Kandidaten nehmen nach der Show wieder zu und wenn sie Pech haben, noch mehr, wie sie davor schon gewogen haben. Somit ist die Show auf jeden Fall keine langfristige Lösung für die Kandidaten. Und nach dem Ausscheiden soll der Kontakt zu den Trainern auch abgebrochen sein oder sie haben auf jeden Fall keinen Kontakt mehr zu den Trainern. Punkt Nummer 5 oder Vorwurf Nummer 5. Und zwar, die Show suggeriert uns, dass Schlanksein das Richtige ist oder dass Schlanksein gesund ist. Also nur wer schlank ist, kann auch glücklich sein. Und das finde ich, das stimmt auf jeden Fall nicht. Das sollte nicht so rübergebracht werden, denn man kann auch als übergewichtiger Mensch oder als ein wenig übergewichtiger Mensch glücklich und gesund sein.
Ich habe einen Beitrag gelesen oder gesehen. Ich verlinke euch das natürlich alles in der Infobox. Da könnt ihr das nachlesen. Und zwar, was Chrissy zu diesen Vorwürfen sagt. Ich habe jetzt nur so das rausgeschrieben, was mich auch interessiert hat, was sie gesagt hat zu der Show auf jeden Fall. Da gab es noch ganz, ganz viele andere Fragen. Also wenn ihr das lesen wollt, dann schaut es unbedingt unten nach, weil wenn ich das jetzt alles in dem Video bringe, dann würde das Video auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lang werden. Und zwar begleitet ja die Dr. Christine Theiss, sie war ja Kickbox-Weltmeisterin, seit 2012 die Show. Ich finde sie einfach eine tolle, inspirierende und motivierende Person. Also ich mag sie sehr gerne. Und sie sagt, dass eine australische Studie bewiesen hat, dass es keinen Unterschied zwischen schnell und langfristigem Abnehmen gibt. Und zwar das Entscheidende ihrerseits ist, dass man sein Leben konsequent und nachhaltig verändern muss. Wobei ich ihr zu diesem Satz auf jeden Fall recht geben muss. Also eine nachhaltige, verändernde Lebensweise ist das Wichtigste auf jeden Fall, was die Kandidaten nach der Show durchhalten müssen, um weiterhin ihr Gewicht so zu halten, wie sie es nach der Show haben. Sie meinen auf jeden Fall, dass die Motivation sinkt, wenn man sein Ziel erreicht hat. Somit fängt man an zu schludern oder auch nachzulassen, was die gesunde Ernährung anbelangt. Und der Körper geht dann dahin zurück, wo er herkam. Also zum Gewicht davor. Sie sagt aber auch, dass die Gewichtsabnahme, die in den Shows so stattfinden, zu Hause nicht erreichbar sind, weil man dafür auch gar nicht die Zeit hat, um zum Beispiel so viel Sport zu machen wie die Kandidaten auf Naxos. Und durch die Abschirmung in diesem Camp machen die Kandidaten ja auch nichts anderes außer Sport und sich gesund ernähren. Denn sie haben ja im Endeffekt keine andere Wahl. Und nur deshalb sind solche Abnehmergebnisse möglich. Und das sei auf jeden Fall nicht ungesund, sondern dann, das ist das Ergebnis, wenn man voll fokussiert an seiner Aufgabe dran bleibt. Den Teilnehmern fehlt auf jeden Fall sehr viel Struktur und sie meint, dass das einfach ein bisschen dauert, bis sich auch der Schalter umlegt. Aber da kann ich ihr ja auf jeden Fall recht geben, denn ich finde, Abnehmen beginnt immer im Kopf. Und wenn es da keinen Schalter umlegt, dann funktioniert es, glaube ich, auch zu Hause nicht. Aber ich finde, die Trainer sind ja dafür da, um den Schalter zu suchen und den vielleicht umzulegen. Und wenn der Schalter dort nicht umgelegt ist, dann wird es zu Hause auf jeden Fall auch nicht funktionieren. Aber wenn da wirklich die Betreuung nach der Show fehlt, dann ist es zunehmend eigentlich schon vorprogrammiert. Wenn ihr den ganzen Bericht von Christine Theiss sehen wollt, dann unten in der Infobox ist er verlinkt. Ich habe mir jetzt das rausgeschrieben, weil ich das einfach so das Wichtigste fand. Was ist jetzt eigentlich die Gefahr beim schnellen Abnehmen? Auch wenn die australische Studie irgendwas anderes sagt, ich finde, zu schnell abnehmen ist nicht gesund. Auch als krass übergewichtiger Mensch finde ich 10 bis 17 Kilo in der Woche schon ein bisschen zu viel. Dass natürlich ein übergewichtiger Mensch am Anfang viel, viel mehr abnimmt, ist ja auch klar, denn er verliert ja am Anfang auch sehr, sehr viel Wasser und deswegen ist eine größere Abnahme in den ersten 2 Wochen auf jeden Fall normal. Aber beim schnellen Abnehmen besteht auf jeden Fall die Gefahr eines Jojo-Effekts. Das haben wir alle schon mal gehört. Und zwar, der Kandidat hat ja so eine gewisse Ernährungsform in der Show und der Körper gewöhnt sich einfach an die geringe Kalorienzufuhr. Wenn jetzt der Kandidat natürlich nach Hause geht und die Kalorienaufnahme wieder größer ist, dann isst er ja mehr, wie sein Körper verbraucht. Und was ist das Resultat? Er nimmt zu. Und wenn der Kandidat dann keine Änderung in seinem Alltag vornimmt, ja dann kann es sein, dass er auch dann mehr wiegt irgendwann wie vor der Show. Also gesund wäre auf jeden Fall so 1 bis 2 Kilo im Monat. Allerdings habe ich ja vorhin schon erwähnt, wenn man sehr übergewichtig ist und eine krasse Ernährungsumstellung macht, dann verliert man natürlich am Anfang viel, viel mehr. Als langfristiges Abnahmeziel ist wirklich so 0,5 Kilogramm in der Woche ein sehr gesundes Abnehmziel. Wenn ihr bis dahin geschaut habt, dann lasst doch gern einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ich habe jetzt mal so meine Pro und Kontras aufgeschrieben. Und zwar, manche Kandidaten kommen mit einer bestimmten Vorerkrankung schon in die Show. Und zwar mit Diabetes Typ 2. Typ 2 Diabetes ist auf jeden Fall durch eine gewisse Ernährungsumstellung heilbar.
Und diese Leute oder manche dieser Leute gehen teils geheilt aus dieser Show, also was Diabetes Typ 2 anbelangt. Deswegen ein krasser Pro-Grund für die Show. Natürlich müssen sie es zu Hause weiter durchführen, weil sonst kommt natürlich das Diabetes Typ 2 auch wieder zurück oder kann zurückkommen. Für manche Kandidaten ist es vielleicht auch einfach die letzte Chance. Sie haben es zu Hause nicht geschafft, sie brauchen einfach eine Motivationsspritze oder einfach den öffentlichen Druck und das Battlen mit den anderen Kandidaten, um einfach abzunehmen. Ein weiterer Pro-Grund, sie lernen die Ernährung und auch Sport kennen. Und durch das, dass sie da abgeschirmt sind, haben sie auch die gewisse Zeit, um sich über gesunde Ernährung zu informieren, sich Wissen anzusammeln, und dann wissen sie auch eigentlich, wie sie es zu Hause umsetzen müssen. Und auch was den Sport anbelangt, vielleicht finden sie ja irgendeine Sportart, wo sie denken, oh geil, das will ich zu Hause unbedingt weitermachen. Ja, mein letzter Pro-Grund ist, dass die krasse Abnehmen die Kandidaten vielleicht auch einfach motiviert, um später noch dran zu bleiben. Wenn natürlich dann mal so ein Plateau kommt, wo das Gewicht einfach nicht mehr runtergeht, dann natürlich dranbleiben, das ist natürlich dann doch ein bisschen schwer. Jetzt kommen meine Kontrapunkte. Und zwar der erste Kontrapunkt ist, die Kandidaten werden schon ein bisschen zur Schau gestellt. Das, ja, stört mich. Man könnte auch ruhig beim Wiegen, beim wöchentlichen Wiegen, ein T-Shirt anbehalten und dann wäre das Ganze auch okay. Man muss die Kandidaten nicht nah filmen und schauen, oh, wie sieht der Bauch jetzt aus und so, das finde ich echt ein bisschen schlimm. Ja, die Gefahr bei zu schneller Abnahme, haben wir vorhin schon gesagt, ist, dass sie natürlich auch schnell wieder zunehmen können, wenn sie ihre Ernährung nicht beibehalten oder ihren Lebensstil nicht beibehalten. Außerdem geht es natürlich nur um Zuschauerquoten, und dass sie Geld gewinnen können, finde ich auch einen Kontrapunkt, denn wenn es um Geld geht, dann machen viele Leute natürlich alles für das. Jetzt zum Schluss sage ich natürlich euch noch meine Meinung, was ich wirklich von dieser Show halte. Und zwar, dass sich die Kandidaten wirklich halbnackt auf einer Waage präsentieren müssen und sich da filmen lassen müssen in ja, den ungünstigsten Perspektiven, das finde ich schon echt schlimm. Und ja, obwohl das ja bestimmt alles vertraglich geregelt ist und die Kandidaten das ja auch wissen, dass es so ist, finde ich es trotzdem, ja, muss man nicht unbedingt zeigen. Aber für viele ist es halt wirklich einfach die letzte Chance, weil sie es alleine einfach nicht schaffen. Diese Menschen gibt es auch, die schon alles probiert haben und es einfach ja noch so einen gewissen Kick brauchen oder einfach eine gewisse Stütze, um es ja zu schaffen und zu wissen, wie es überhaupt funktioniert. Aber es fehlt halt einfach so die nachhaltige Behandlung nach der Show. Denn so eine starke Abnahme braucht schon weiterhin Unterstützung, um ja, das auch weiterhin durchzuhalten. Vor allem die psychologische Betreuung, also ich kann da jetzt nicht so hundertprozentig mitreden, aber das ist einfach so meine Meinung darüber. Und zwar, so eine psychologische Behandlung muss ja über Jahre gehen und nicht nur über, keine Ahnung, 15 Wochen. Ihr seht schon ein bisschen, ich bin echt ein bisschen zwiegespalten, was die Show anbelangt. Was ich auch gut finde, ist, dass es keine Möglichkeiten gibt zu mogeln. Also man macht sich den Koffer voll mit Süßigkeiten, was ich jetzt nicht so glaube. Aber sie haben so einen Switch von zu Hause auf dem Sofa sitzen, Süßigkeiten essen, Fastfood essen, zu es gibt gesunde Ernährung, die auch lecker sein kann. Und das finde ich eigentlich relativ gut. Und somit gibt es auch manchen Kandidaten wirklich die Chance, um wieder gesund zu werden. Das ist jetzt eine Aussage von einem Ex-Kandidaten, und zwar hat er gesagt, dass die Kandidaten sehr, sehr viel Sport machen müssen. Vorhin habe ich gesagt, das ist eigentlich relativ gut, um vielleicht seine Sportart zu finden, was ihm am meisten Spaß macht. Aber wenn es zu viel ist, dann verliert man vielleicht auch die Lust an Sport. Also dann geht man heim und denkt sich, boah geil, jetzt muss ich erstmal keinen Sport mehr machen. Und ja, die haben gar keine Lust mehr auf Sport. Und Sport ist beim Abnehmen tatsächlich nicht alles, und zwar 80% beim Abnehmen macht immer noch die Ernährung aus. Deswegen machen sie in der Sendung hauptsächlich nur Sport, um schneller abzunehmen. Um natürlich den Zuschauern eine extrem krasse Abnahme zu präsentieren. Und das stört mich wirklich ganz gewaltig, dass einfach den Zuschauern ein falsches Bild von Abnehmen suggeriert wird.
Ich schaue mir die Sendung ab und an mal an. Wenn ich zu Hause bin, dann schalte ich ab und zu mal rein, weil ich halt einfach, ja, Chrissy toll finde. Ich finde Ramin toll. Und ja, mich interessiert einfach, wenn sie mal einkaufen gehen oder wenn sie zusammen kochen, dann höre ich mir das gern an. Aber ja, wie die Kandidaten da zur Schau gestellt werden, da muss ich manchmal schon den Kopf schütteln. Ja, das war jetzt meine Meinung zu Leben leicht gemacht, The Biggest Loser. Ich wollte darüber unbedingt mal sprechen, weil es ja zu meinem Kanal gehört. Jetzt ist eure Meinung gefragt. Was sagt ihr zu The Biggest Loser? Schaut ihr die Sendung an? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht gut? Bleibt aber gerne konstruktiv. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann bei einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao!